In unserem ganz normalen Alltag kann es passieren, dass wir ganz plötzlich, unvorhergesehen und auch unerwartet in eine Situation kommen, die uns echt bedrängt. Wir sind herausgefordert und wir wissen nicht so richtig, wie wir uns verhalten sollen. Und der Feind hat irgendetwas veranlasst, uns in den Weg zu schmeißen, dass wir in die Defensive gedrängt werden sollen. Unsere erste Reaktion ist meistens die, dass wir an Rückzug denken. Nur schnell hier weg, nur schnell hier raus, nichts damit zu tun haben wollen, einfach jetzt diese Sache ganz schnell beenden. Die Bibel hat eine Geschichte, wo wir einer ähnlichen Situation begegnen, nämlich die Beschreibung von David und Saul. Saul war nicht fair und er behandelte David auch nicht fair, im Gegenteil. Saul war sogar dabei, immer wieder David nach dem Leben zu trachten. Aber Davids Haltung, die ist die interessante und für uns wirklich nachahmenswerte. Denn auch als die Gelegenheit da war, dass David sich an Saul rächen konnte, sagt David: Ich werde meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Der Rückzug aus solchen Situationen, die uns Stress machen, die uns Probleme machen, ist nicht die Option der Bibel. Das ist kein Rat der Bibel, sondern die Bibel spricht vielmehr davon, dass wir geläutert werden, dass wir geprüft werden, dass wir geläutert werden im Feuer. Und der Herr möchte immer, dass wir wachsen, dass wir stark werden, dass wir gekräftigt werden. Er möchte nicht, dass wir kampflos uns aus diesen Situationen, die uns so schwierig erscheinen, zurückziehen, sondern er möchte vielmehr, dass wir sie mit ihm überwinden. Kurz vor den Versen, wo die Waffenrüstung beschrieben wird, da steht ganz interessant ein Satz: Schließlich werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir brauchen aus uns heraus nicht stark zu sein. Wir brauchen aus uns heraus nicht eine Stärke zu produzieren, sondern wir gehen mit dem Herrn zusammen durch die Situation. Wir halten sie aus mit ihm. Wir bitten den Heiligen Geist, dass er uns Weisheit schenkt, dass er uns die richtigen Worte schenkt. Und wir nehmen zu an Kraft, an Weisheit, an Verständnis, einfach an Glaubensfundament und Glaubenskraft. Und das ist etwas, was ich dir heute mit auf den Weg geben möchte. Dass du, wenn du solche Situationen heute erlebst oder gestern erlebt hast und immer noch so mittendrin steckst, dann denk an dieses Wort, dass du mit der Stärke des Herrn, mit der Macht seiner Stärke durch diese Dinge durchgehst, dass du sie mit ihm überwindest. Bete das in dein Leben rein. Ich werde stark mit dem Herrn. Ich werde stark mit der Macht seiner Stärke und werde deshalb auch mit ihm handeln. Ich weiß, dass Gott mehr für dich hat.